Ich liebe Mickey Mouse von Disney und deshalb habe ich Pinnnadeln aus Fimo gemacht. Wenn du wissen willst, wie diese gehen, dann bleibe dran. Als Material verwendete ich verschiedene Fimo-Farben der Klassiklinie. Pinnnadeln, eine Ausstechform, die wie eine Wolke aussieht, Glanzlack und Werkzeug. Meine erste Erfahrung mit Mickey Mouse machte ich Mitte der 90er Jahre. Da lief regelmäßig eine Zeichentrickserie. Generell war dies die Zeit von Disney. 1994 eröffnete in Paris das Euro Disneyland, was ich 1996 selbst mal besuchen durfte. Das ist toll dort gewesen. Leidiges Thema Urheberrecht. Mickey Mouse ist eine Figur aus den 20er Jahren und eigentlich schon Public Domain. Das würde bedeuten, du könntest ein Bier brauen und Mickey Mouse Bier nennen. Für solche Kulturgüter hat die USA extra ein Gesetz erlassen, was im Volksmund das Mickey Mouse Schutzgesetz genannt wird. Meine Pinnnadeln sind wirklich sehr einfach nachzumachen. Trotzdem hoffe ich, dich für eine neue Idee inspirieren zu können und danke dir fürs Zusehen. Hallo, vielen Dank, dass du mein Video angeschaut hast. Hat es dir gefallen? Dann gib mir einen Daumen hoch. Hast du noch Fragen? Kommst nicht weiter? Möchtest gerne noch mehr zu Fimo und der ganzen Technik wissen? Dann schreib mir eine persönliche Nachricht. Ich beantworte sie dir gerne und helfe. Meine Kontaktdaten findest du im Kanal. Ich freue mich, wenn ich dir helfen kann. Bis zum nächsten Mal. Deine Froni. Tschüss.